Heute zeige ich euch virale Minecraft-Seeds, die wirklich unglaublich aussehen. Dabei geht es von gemütlichen Orten für eine kleine Hütte über verbuggte Portale bis hin zu Schweinespawnern. Die Idee für dieses Video habe ich aus den Kommentaren, also schreibt mir dort gerne weitere Dinge, die ihr mal auf meinem Kanal sehen wollt. Und danke für die 100.000 Abonnenten, ich hätte echt nie gedacht, dass wir es irgendwann mal so weit schaffen. Lasst deswegen auch heute gerne wieder ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Für euch ist das nur ein Klick, aber mir hilft das extrem, um auch weiterhin für euch solche Videos machen zu können. Jetzt aber viel Spaß mit dem ersten Seed. So Freunde, ich zeige euch jetzt mal den ersten Seed, den ihr auch rechts oben eingeblendet seht. Und zwar spawnen wir dabei hier auf einer ganz normalen Landschaft. Wir haben hier ein paar Bäume, Berge, ein paar Tiere, da hinten sogar ein Dorf, finde ich sehr cool. Allerdings ist das nicht das, worum es hier geht, sondern das Krasse an diesem Seed ist der Stronghold, wo ich mich jetzt auf ganz magische Art und Weise hinteleportiert habe. Und zwar müssen wir jetzt erstmal das Portal finden. Und vertraut mir, das sieht wirklich extrem krass aus. So, und da ist es auch schon. Die Silberfische spawnen, den Spawner können wir abbauen, denn das Krasse ist nicht der Spawner, sondern das Portal. Wenn wir uns jetzt nämlich langsam annähern, sehen wir das hier. Das Portal hat direkt zu Beginn 5 Augen drin, was ja an sich schon krass ist. Aber irgendwie ist es so verbuggt, dass da einfach das Endportal funktioniert. Normalerweise braucht man natürlich 12 Augen, um das zu aktivieren. Aber hier funktioniert das Ganze durch einen Bug irgendwie auch mit 5 Augen. Und das Krasse ist, wir können hier sogar reingehen und landen dann ganz normal im End. Das sieht natürlich aus wie immer, aber der Seed ist trotzdem extrem krass. Kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar spawnen wir hier in einem Zauberwald. Und was ist eine Struktur, die es nur in einem Zauberwald gibt? Richtig, eine Menschen. Aber das ist nicht das Krasse daran. Also die sind natürlich auch schon extrem selten, aber es geht noch seltener. Und zwar wurde bei diesem Seed einfach ein Outpost in die Menschen rein generiert. Und das sieht irgendwie so perfekt aus. Also ich habe am Anfang gar nicht bemerkt, dass es nicht so sein sollte. Vor allem, da in der Menschen ja sowieso Pillager leben. Also das wird die überhaupt gar nicht groß stören. Das sieht irgendwie so aus, als hätten die hier so einen kleinen Balkon dran gebaut. Das sieht so cool aus, wie das einfach da rein generiert ist. Und man es irgendwie am Anfang gar nicht richtig erkennt, aber es ja eigentlich nicht so passieren sollte. Kommen wir direkt zum nächsten Seed. Der wird auch krass. Und zwar befinden wir uns für diesen Seed bei einem Spawner. Warte mal, habe ich gesagt ein Spawner? Ich meinte natürlich zwei. Und zwar haben wir hier einmal einen Zombie-Spawner und direkt daneben einfach einen Schweinespawner. Wie krass ist das denn eigentlich? Dazu haben wir noch eine Kiste mit ein bisschen Stuff, sogar mit einer Dia-Pferderüstung und noch eine Kiste mit einer Schallplatte. Übrigens, ich habe mal gegoogelt, wie so ein Schweinespawner entstehen kann. Irgendwie hat das Spiel eine Kiste dort generiert, wo auch ein Spawner ist. Und so entstehen dann halt solche komischen Spawner mit Schweinetexturen. Aber das ist noch nicht alles. Dadurch, dass das Spiel denkt, es wäre eine Kiste, können wir, wenn wir einen Hopper unter den Spawner setzen, Items aus dem Spawner draus bekommen. Also wir sehen schon, alles fließt jetzt in diese Kiste, was irgendwie in diesem Spawner drin war davor. Unter anderem auch dieses verzauberte Buch mit Silk Touch, was einfach im Spawner versteckt war. Und genauso gut kann man auch Dia-Blöcke zum Beispiel einfach in den Spawner reinmachen. Wir sehen, sie laufen jetzt langsam runter und sind jetzt in dem Spawner sozusagen drin. Und das kann auch extrem praktisch sein, denn somit ist es sozusagen die sicherste Kiste der Welt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel andere Kisten zerstören, droppen natürlich die Items, die da drin waren. Bei dem Spawner allerdings, wenn ich den jetzt mal abbaue, seht ihr schon, ist überhaupt nichts gedroppt. Obwohl ich davor ja die Dia-Blöcke reingetan habe. Also wirklich, das war ein extrem cooler Seed. Ich finde das irgendwie so lustig, wenn sich so Sachen verbuggen und dadurch sogar echt cool werden. Bei diesem Seed spawnen wir auf einer Insel mit einem Dorf. Aber nicht nur das, direkt daneben ist sogar noch ein Pilzbiom. Und da vorne noch so eine coole kleine Insel, wo man wirklich nice Sachen drauf bauen könnte. Aber das alleine ist nicht krass genug, dass ich euch das hier zeige. Und zwar gehen wir jetzt mal unter die Erde. Und da sehen wir das hier. Das ist einfach eine unendliche weitergehende Höhle. Ihr habt das ja bestimmt schon mal gesehen, dass es so Seeds gibt, die so verglitscht sind und sich bestimmte Abschnitte immer wieder wiederholen. Und genauso ist es auch hier. Irgendwie verrückt, dass sowas passieren kann, aber wir werden in diesem Video noch so viele krasse verglitschte Seeds kennenlernen. Ihr werdet euch noch oft denken, wie sowas überhaupt möglich ist. Zum Beispiel auch bei diesem Seed. Stell dir vor, du läufst ganz entspannt durch das Dorf, beobachtest ein paar Häuser, sagst deinen Villager-Kollegen Hallo und dann stößt du auf einmal auf dieses Haus, beziehungsweise auf diesen Tempel. Da ist nämlich wirklich ein Haus genau in einem Tempel gespawnt.
Also wirklich genau in der Mitte und das Dach passt perfekt über den Eingang. Da hat man doch direkt Lust, das Ganze zu erkunden. Und hier unten wartet dann wie immer super guter Loot auf euch. Bei diesem Seed hier müssen wir mal wieder zum Stronghold. Und dabei eine lange Bootsreise auf uns nehmen, bis wir dann auf einmal auf das Ding da hinten stoßen. Und zwar ist das einfach eine Bibliothek im Wasser. Ihr könnt es hier sehen, die Bibliothek ist einfach nach oben offen und ragt als einziges weit und breit aus dem Ozean heraus. Das ist wirklich mit der coolste Eingang zum Stronghold, was ich je gesehen habe. Ihr könnt hier sogar ganz entspannt einfach auf die Leiter und rein zum Endportal. Davor müsst ihr aber natürlich noch die Kisten looten. Dort drin sind viele Bücher, wen auch immer das in einer Bibliothek überrascht. Und noch mehr Bücher, aber leider kein verzaubertes. Trotzdem, ich finde den Seed verdammt cool. Wie da einfach so eine Bibliothek aus dem Wasser rauskommt, ich komme nicht drauf klar. Gehen wir lieber schnell zum nächsten Seed, bevor ich noch mehr darüber rede. Und zwar ist das ein sehr cooler Seed für eine Survival-Welt, wie ich finde. Zum einen spawnen wir direkt neben einer Pilzinsel. Für alle, die es noch nicht wussten, dort können keine Monster spawnen. Und ihr könnt euch mit einer Schüssel unendlich viel Essen holen. Aber das ist noch nicht das Krasse daran, sondern das hier. Wir haben hier einfach zwei Dörfer, jeweils auf zwei verschiedenen Inseln, die zwar nicht direkt miteinander verbunden sind, wie wir hier sehen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das eine der beiden Dörfer verlassen ist. Ich finde das so verdammt cool. Man könnte sich hier so eine richtige Story dazu überlegen. Irgendwie, dass sie lange befreundet waren, aber dann hier das eine Dorf das andere angegriffen hat oder so. Oder man lässt es einfach und spielt einfach normal Minecraft. Warum muss ich immer so komische Geschichten draus machen? Trotzdem, der Seed ist wirklich verdammt cool und es gibt extrem viel zu entdecken. Dieser Seed hier ist perfekt für alle Speedrunner. Und ich bin mir sicher, wenn ihr ab und zu mal Speedrun schaut, dann kennt ihr den Seed hier auch. Und zwar spawnt ihr zum einen hier direkt in einem Dorf. Dazu habt ihr hier in der Schmiede eine Kiste, in der ihr direkt extrem viel Obsidian habt. Und zwar insgesamt 16. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn direkt neben dem Dorf ist ein Rune Portal, was ihr mit euren Obsidian direkt zu Ende bauen könnt. Oh mein Gott, ich habe mich verbaut. Und mit dem Fire Charger aus der Kiste direkt anzünden könnt. Wenn ihr dann alles im Nether erledigt habt, kommt ihr zum Stronghold und zu diesem Portal. Die Chance ist 1 zu 1 Milliarde. Aber ihr habt richtig gesehen, das Portal ist wirklich schon angezündet, wenn ihr ankommt. Ihr müsst dann also nur noch reinspringen, was ich jetzt nicht machen werde, und den Enderdrachen besiegen. Der nächste Seed sieht auf den ersten Blick erstmal ganz normal aus, beziehungsweise überhaupt nicht besonders. Aber glaubt mir, er ist besonders. Und zwar spawnt ihr genau hier, und dort habt ihr im Umkreis von 20 Blöcken jede Holzart, die es in Minecraft gibt. Also jetzt abgesehen vom Netherholz natürlich. Da haben wir einmal Akazienholz, dann Spruceholz, dunkle Eiche, normale Eiche, Birke und hier hinten am Rand dann sogar noch Dschungelholz. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich eine Speedrun-Kategorie, in der man versuchen muss, so schnell wie möglich alle Holzarten zu sammeln. Und da ist dieser Seed doch perfekt. Aber falls ihr Speedrun nicht so gerne mögt, kommen wir lieber zum nächsten Seed, denn der ist etwas komplett anderes. Und zwar haben wir hier diesmal wieder einen Schweinespawner. Allerdings diesmal keinen einzelnen wie beim letzten Mal, sondern einen, der aus 5 verschiedenen besteht. Also ihr seht schon, wir haben hier 5 Spawner, in denen sich einfach durchgehend Schweine drehen. Und in der Mitte eine Kiste. Diese können wir zwar nicht öffnen, da darüber ein Block ist, aber wenn wir hier mal einen Hopper hinsetzen, sehen wir, da ist überhaupt nichts drin. Ich dachte irgendwie, das wird cooler. Und falls ihr euch das beim letzten Spawner vielleicht gefragt habt, ja, da können tatsächlich Schweine draus spawnen. Allerdings nur, wenn um den Spawner drumherum Gras ist. Da könnte man wirklich krasse Farms draus bauen. Der nächste Seed ist wieder was für eine coole Survival- oder Creative-Welt. Erstmal haben wir direkt neben dem Spawn eine riesige Mansion. Also ja gut, Mansions sind immer riesig. Dazu ist hier hinten noch ein Pillager-Outpost. Klingt zwar alles schon ganz cool, aber ist jetzt nichts Besonderes. Tja, dann wartet mal, bis ich ganz hochgeflogen bin. Der Zauberwald ist nämlich komplett von einem Mesa-Biom umrandet und hat einfach die Form von einem Herz. Bitte sagt mir nicht, ich bin der Einzige, der das sieht. Ich fände es wirklich verdammt cool, hier mal so eine kleine Base und so aufzubauen. Apropos Herz, lasst gerne ein Like auf dem Video da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Während ihr gerade nach unten scrollt, um auf den Daumen zu klicken, mache ich schon mal weiter mit dem nächsten Seed. Und zwar spawnen wir dabei mal wieder auf einer einsamen Insel, aber das ist nicht das Besondere, sondern dieses Schiffwrack.
Denn das Krasse ist, es ist komplett an der Oberfläche. Das heißt, es ist eigentlich kein Wrack, es ist einfach ein normales Schiff. Das liegt daran, dass das Meer hier nur 2 Blöcke hoch ist und es genau auf dieser Sandbank gespawnt ist. Da kriege ich ja direkt voll die Titanic-Feelings. Ich finde, das sieht irgendwie schon verdammt lustig aus, wie hier einfach so ein natürlich generiertes Schiff ist. In den Kisten sind übrigens ein paar Emeralds und Eisen und Frostwalker 2 Schuhe. Machen wir lieber mal weiter mit dem nächsten Seed. Und zwar spawnen wir dabei mal wieder, wie so oft, direkt vor einer Mansion. Allerdings ist diese, wie ihr euch denken könnt, nicht normal. Und zwar befindet sich auf dem Dach einfach ein Hexenhaus. Wir sehen, hier ist meine alte Lehrerin, sogar mit ihrer Katze. Und sie hat einfach auf der Mansion eine kleine Hütte und lebt hier oben ganz alleine. Hexenhäuser sind ja generell nicht so spektakulär. Allerdings finde ich das Ganze wirklich verdammt cool. Beim nächsten Seed spawnen wir wieder direkt neben einer Mansion. Und auch dieses Mal hat sich mal wieder irgendwas auf das Dach raufgeglitscht. Nur ist es bei dieser Mansion keine Hexenhütte, sondern einfach ein Dschungeltempel. Der Zauberwald, in dem die Mansion steht, grenzt nämlich direkt an einen Dschungel. Und so hat sich irgendwie die Mansion in den Dschungel reingebackt. Und der Dschungeltempel irgendwie raus in den Zauberwald und ist so einfach auf der Mansion drauf gespawnt. Ich bin mal gespannt, ob hier überhaupt noch Loot ist. Wenn wir hier unten reingehen, haben wir erstmal 2 Zombies. Und wenn wir dann hier lang gehen, haben wir immer noch die Kiste mit Gold und Eisen. Und falls ihr das noch nicht wusstet, hinter diesen Schaltern ist auch immer eine Kiste. Mit einem verzauberten Buch und in dem Fall ist das Glück 2. Kommen wir direkt zum nächsten Seed. Und zwar ist dieser perfekt für Menschen, die ein Seed für ihre Hardcore-Welt brauchen. Es handelt sich dabei nämlich um diese coole einsame Insel. Das erste krasse ist, dass hier einfach ein Dschungel drauf ist. Das ist aber natürlich nicht alles. Wir haben nämlich außerdem ein Schiffswrack, noch ein zweites Schiffswrack und ein Netherportal, was mit seiner Lava direkt mal den ganzen Dschungel anbrennt. In der Kiste sind übrigens 3 Obsidian und das reicht ganz knapp nicht, um das Portal zu beenden. Aber wenn ihr irgendwie an den Eimer kommt, könnt ihr euch ja den Rest gießen. Und ich gehe jetzt lieber ganz schnell weg, bevor hier wirklich der komplette Dschungel in Flammen steht. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ja, ja, es geht schon wieder um einen Menschen. Allerdings ist das nicht alles, denn dazu liegt direkt davor einfach ein Ozeantempel. Direkt neben diesem riesigen Hotel. Und das Krasse daran ist, dass das hier eigentlich gar kein Ozean ist, sondern nur so ein kleiner See. Und da finde ich es wirklich extrem lustig, dass erstens in diesem kleinen See ein Tempel generiert wurde und das auch noch direkt neben einer Mansion. Der nächste Seed sieht wieder nicht wirklich besonders aus zu Beginn. Allerdings hat er es wirklich in sich. Und zwar haben wir hier vom Spawn aus innerhalb von 2000 Blöcke Radius jedes einzelne Biom, das in Minecraft existiert. Dazu gehören natürlich die Pilzinseln, diese komischen Eis-Spike-Dinger und das mit Abstand seltenste Biom in ganz Minecraft. Und zwar Modified Jungle Edge. Das Biom ist wirklich extrem, extrem selten. Dafür brauchen wir nämlich ein Dschungelbiom, was in der Nähe von einem hügeligen Sumpfbiom generiert. Und das kommt in Minecraft halt extrem selten vor. Umso krasser ist natürlich dafür dieser Seed. Denn hier hast du wirklich jedes Biom 2000 Blöcke um den Spawn herum. Kommen wir direkt zum letzten Seed. Dieser ist zwar im Vergleich zu den anderen nicht ganz so krass, aber trotzdem ganz cool. Sind wir nämlich hier mal wieder auf der Suche nach dem Stronghold, stoßen wir dabei auf diese Insel und auf dieses Steinding im Boden. Und zwar ist das der Eingang zum Stronghold. Dass der Eingang direkt an der Oberfläche ist, ist wirklich extrem selten. Und noch dazu liegt er in diesem Fall auf dieser coolen Insel. Wenn euch das Video und die Seeds gefallen haben, würde ich mich selber ein Like und ein Abo freuen. Die 100.000 haben wir zwar bereits erreicht, aber euer Support motiviert mich immer wieder, weitere Videos für euch aufzunehmen. Ach ja, und schreibt mir gerne weitere Videoideen oder krasse Seeds in die Kommentare. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.